dass die Kinder bei der Erklärung unseres Begriffs ihren Spaß hatten, das habt ihr ja bestimmt schon gemeint. Ich muss auch sagen, es ist der Wagen auch ganz schön frech. Vornehme Leute denen sagen, es geht um den Popo, die vier Buchstaben. Die Bikeleute, die nennen das Ding beim Namen, die nennen es noch ihren Hinterteil. Im Durchtrieber Näheres zu erfahren, machen wir heute in ein ganz interessantes Bikewerk, lieber nach Geiersdorf. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, und das alles erfahren wir heute wieder bei Glück aufgehorcht und hergeguckt mit Bike Marquardt. Der St. Pritius-Stollen liegt am Rand der großen Kreisstadt an der Bike Buchholz im Ortsteil Geiersdorf. War der Tiefel, sollte am besten hier wandern. Denn die Grubenanlage St. Pritius liegt ein wenig weg vom Schuss. Doch der Weg lohnt sich. Denn St. Pritius ist ein Besucherbergwerk, das kleinere Gruppen nach Terminabsprache besichtigen können. Denn auch dort gibt's Leute, die nicht wollen, dass der historische Bergbau im Erzgebirg vergessen wird. Einer davon ist Jan Münch. Und da nimmt uns erst einmal mit ins Huthaus. Dort zieht er sich wie ein Bergmann an, der zur Schicht in Stollen einfahren will. Was der Jan uns jetzt zeigt, das ist das sogenannte Arschlädel. Die meisten kennen ja das Kurze, welches der Habitz der Bergleit bei festlichen Anlässen, beispielsweise bei den Bergparaden, ziert. Und ein Bergmann hat ein richtiges Arschlädel. Also eins, was im Bergwerk auch was dacht und so wie es früher im Bergbau getragen worden ist. Es reicht über die Kniekeilen hinaus. Und ihr Schie, welchen Zweck das erfüllt? Fahren wir mit unserem Bike mal in Stollenei. Das Arschlader wird mit einem Leibriemen gehalten, also einer Art Gürtel, sodass es nicht verrutscht und so seine Aufgabe erfüllen kann. Wie der Name schon sagt, besteht es aus Lader. Das Material ist unempfindlich und damit bestens für die Arbeit im Bikewerk geeignet. Ausschließlich Bikeleute, Hüttenleute und Bergbeamte durften das Arschlader tragen. Bei den Hüttenleuten ist es ein wenig anders wie bei den Bikeleuten, die das Arschlader über den Arsch trugen. Die Hüttenleute haben es vorne über den Bauch als Hitzeschutz. Bei den Bikeleuten schützt es den Popo oder den Arsch vor Kälte und vor Nass. So konnten die Bikeleute früher auch auf engstem Raum ihrer Arbeit nachgehen und Erz aufbauen. Kantige Stahl oder ein Dreck macht den Bikeleuten so wenig aus. Guckt mal, wie dreckig das Arschlader geworden ist. Es ist ein ganz wichtiges Teil. Heute wird man halt von Arbeitsschutzkleidung des Bergmanns reden. Dass das heute mit dem Arschlader eine lustige Sache war, das haben wir ja alle zusammen gemerkt. Aber das Arschlader war als Schutzfunktion von Bergmann nimmer wegzudenken. Es ist auch als Grubenleder, als Bergleder, als Erzleder oder als Fahrleder bezeichnet worden. Vom Einfahren in den Schacht. Denn die Bergleute haben sich draufgesetzt und seit damit die tonnenlegigen, also die schrägen Schächte runtergerutscht. Was ich als Bergmann eines größeren Vergehens schuldig gemacht hatte, der durfte das Arschleder nicht mehr tragen. Das hieß dann, das Arschleder abbinden. Ich habe euch heute was mitgebracht. Das zeige ich euch mal. Das ist ein Arschleder, wie es unsere Bikeleute auf den Paraden trugen.
zu meinem Erstaunen gibst du dafür eine DIN-Norm mit der Nummer 23307. Dort ist festgeschrieben, wie lang ein Parade-Arschleder sein darf. Für euch steht hier der Bergmann, eine meisterliche Arbeit aus Zinn, einige hundert Jahre alt, und an dem kann man seine Erzmulde sah und was ganz Interessantes für uns. Die Länge eines Arschleders, wie es damals im Berg getragen worden ist. Ich wäre aber nicht dabei, mal kurz, wenn ich noch was hätte für euch. Was ist das? Zur Erklärung, kommt nicht aus dem Erzbergbau, kommt aus dem Kohlebergbau. Damit haben die Bergleute die Stahlkuhl in die Hunde geschaufelt und dann ist die Kuhl noch über Tage gebracht worden. Da die Bergmauspruch ja ein bisschen deftig ist, das wissen wir ja, ist das keine Schaufel, sondern ein Weiberarsch. Wir durften wieder viel erfahren heute, bei Glück aufgehorcht und hergeguckt. Und mit einem ganz, ganz herzlichen Glück auf bleib ich euer Bergmann Kurt.